Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Pablo und ich begrüße euch zum 28. Mittwochsvideo. Schön, dass du auch heute wieder zum 28. Mittwochsvideo eingeschaltet hast. Klingt ja mir urgeil. Gleich eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Also, wir kommen zum 28. Mittwochsvideo. Was habe ich in der letzten Woche gemacht? Oder in den letzten zwei Wochen? Nicht viel. Ich habe mich gefreut, dass die Karten ankamen. Das habe ich im letzten Mittwochsvideo habe ich euch ja erklärt. Das habe ich auch gleich auf Instagram hier mit diesem schönen Hintergrundbild, falls ihr das seht, hier das Berlin-Bild, gleich gepostet auf Instagram. Mein Instagram-Namen wird übrigens auch unten nochmal verlinkt. In der Infobox. Dann war ich jetzt die ein paar Tage in der City unterwegs und habe ein paar schöne Bilder geschossen. Zum Beispiel vom S-Bahnhof Schöneberg hier in Berlin in Schwarz-Weiß, das sieht eigentlich ganz schön aus. Und in Steglitz, im Schloss, Schlossstraße, auch in Schwarz-Weiß, auch nicht schlecht. Dann war ich im Film The Guardians, Guardians of the Galaxy, oder nee, The Galaxy of the Guardians. Guardians of the Galaxy 2 war ich drin. Den Film kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Der ist lustig, klasse, toll. Ist ja auch ein Teil davon. Der erste ist auch ganz gut. Da war ich übrigens Donnerstag drin. Was gibt's eigentlich noch sozusagen? Ja. Genau, also leider, das kann ich auch mal sagen, wie die ganzen Nachrichten. Leider habe ich ja, ist Dortmund ja auch raus, weil ich habe im letzten Video mit das Video gemacht, ist dann verspätet rausgekommen, aber da habe ich ja Dortmund als Glück gewünscht, weil die Bayern ja gegen Real rausgeflogen sind. Deswegen ist Dortmund es schafft, als eine der letzten deutschen Mannschaften, oder die letzte deutsche Mannschaft, zu wegzukommen, aber sie haben gegen Real verloren, leider. Und jetzt spielt Real gegen, also Atletico Madrid gegen Real Madrid im Halbfinale und Monaco gegen Juventus Turin. Ich denke mal, es wird hoffentlich dazu kommen, dass Atletico Real schlägt und dann als Atletico gegen Juventus Turin, das wäre auch ein krasses Finale. Das würde man ja wünschen. Das würde ich mir sogar angucken. Das wäre echt echt mal ein schönes Finale. Es wäre mal was Außergewöhnliches. Ja. Und dann waren jetzt letztens Pokalspiele, DFB-Pokalspiele. Da sind die Bayern auch rausgeflogen, gegen Dortmund übrigens. Irgendwie ein kurzer Zufall, aber tja. Das heißt also Dortmund gegen Frankfurt im Pokalfinale, weil die Frankfurter sich ja einen Tag vorher schon gegen Gladbach für das Pokalfinale qualifiziert haben, wollte ich gerade sagen, gewonnen haben, um dann ins Pokalfinale nach Berlin einzuziehen. Ja, es war halt Glückssache für Frankfurt, Elfmeterschießen, aber ich war für Gladbach, leider hat es nicht gereicht, aber na gut. Mag trotzdem bessere gewinnen, auch in Berlin. Dann gab es so eigentlich nichts mehr diese Woche. Nee, ich war im Film The Guardians, Galaxy of the Guardians, Guardians of the Galaxy, so. War ich drin. Ja. Sonst eigentlich nicht. Ne, dort steht nichts Neues an. Gut, ja. Ja, das war's dann eigentlich schon wieder, meine Damen und Herren, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen, dieses 28. Mittwochsvideo. Es ist wie immer ein kurzes, kleines, bündiges Mittwochsvideo, weil irgendwie länger wird's immer nie, weil ich irgendwie die Themen dazu habe. Ich kann ja mal demnächst einen Vlog über mich machen, 30 Fakten über mich, über Farbtopf. Wenn ihr das mal euch interessiert oder was ihr haben wollt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Mich würde es mal interessieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mittwochsvideo. Macht's gut und ciao.